Hallo zusammen, hier ist wieder Fabienne von Blubi.ch mit einem neuen Video, eine neue Videoserie für euch. Wir haben auf Instagram eine Abstimmung gehabt, Blotten oder Nähen. Und sorry Leute, Blotten hat gewonnen. Und da wir so viele Anfragen gerade von unseren Anfängern bekommen, haben wir gedacht, wir stellen euch einen kompletten Kurs zusammen. Jede Woche gibt es ein neues Video. Bis auf einmal weiss ich schon sicher, dann sind wir nämlich in New York. Dann gibt es keins. Aber sonst gibt es jede Woche ein neues Video, wo wir euch wirklich systematisch vom ersten Schritt, wo ihr die Cameo in die Finger bekommt, bis zum Profi alles zeigen. Dafür gibt es ein Unboxing-Video vom Cameo 3 in Thiel. Mein Eis zuhause wird ersetzt mit dem 3. Damit ich euch ein Unboxing-Video machen kann. Genau, das wird unser Start sein. Und dann gibt es einen Folienkund, wir lernen mehrfarbig plotten. Wir tun also wirklich von Grund auf alles mit euch anschauen, sodass ihr Schritt für Schritt ein bisschen mehr Profi werdet. Wir hoffen, das gefällt euch und freuen uns, jede Woche etwas Neues zu präsentieren. So, willkommen zu unserem Unboxing von unserer Silhouette Cameo Kiste. Das wäre jetzt der Thiel. Finde ich eine ganz spezielle Farbe, kostet auch etwas mehr, weil das hat nicht Silhouette selber gemacht, sondern das hat eine kleine Firma so gemacht, die Farbe. Etwas Spezielles. Ich hatte 2 bestellt als Joke und habe mir geschworen, wenn einer bis nach der Weihnachten geblieben ist, dann nehme ich den für mich. Und jetzt habe ich einen guten Grund am Herrn Blubi liefern, weil ich kann ja nicht ein Unboxing-Video machen und es nachher jemandem verkaufen. Du kannst es selber behalten. Also, diese Box kommt an und dann öffnen wir das. Dann habt ihr hier, um die Software, die Bedienungsanleitung, kostenlose Inhalte herunterzuladen und zu abonnieren, besuchen Sie silhouetteamerica.com. Setup, das ist ganz wichtig. Auf diesem Link müsst ihr alles ganz genau befolgen. Das ist Schritt für Schritt, wird euch das erklärt. Also es ist wirklich ganz einfach. Wichtig ist einfach, dass ihr das www.silhouetteamerica.com/setup wählt. Genau. Dann geht es weiter. Dann haben wir hier unser Gerät schön geschützt mit Styropor. Das können wir rausnehmen. Dann haben wir aufmachen. Und dann haben wir hier Stromkabel plus das Netz, das LAN-Kabel mit dem Messer drin. So. Das Autoblade und das Zubehör, was es dazu gibt, der Folienschneider. Dann haben wir hier Safety, was wir alles nutzen, für den Strom. Genau. Das brauchen wir nicht. Das kommt weg. Als nächstes kommt die Schneidmatte raus, die gibt es auch dazu. Obacht, die ist einfach für Folie gedacht, nicht für Papier. Also die haben wir auch dazu. Und dann kommen wir zum Gerät. Jetzt kommen noch mal 2 andere Hände ins Bild rein. 2 Arbeiterhände. Oder auch nicht. Zieh weg. Zack. Richtig. Dann können wir das hier entfernen. Dann hat es noch Folie drüber. Also ich hoffe, ihr seid alles so gibberig, wenn ihr das auspacken. Ich habe es schon mal ausgepackt. Im August vor einem Jahr. Dann hat es hier noch Transportkleber drauf. Die müssen wir alle wegnehmen, vorsichtig. Das ist, dass einfach nichts beschädigt werden kann, dass
das Gerät ein bisschen umgeschüttelt werden. Bei der Post weiss man ja nie so genau. Nachher haben wir hier nochmal um die Software, die Bedienungsanleitung, kostenlose Inhalte, bla bla bla. Besuchen Sie silhouetteamerica.com/setup. Ihr habt es also zweimal. He? Das können wir auch wegnehmen. Ui. Hier hat es auch noch Kleber drauf. Also die tun sich recht absichern. Aber das ist auch okay. So. So. Und das wäre unsere Schönheit. Das ist jetzt kein Kleber mehr. Oh, Thiel ist geil. Ich glaube, ich nehme den Weisshai und behalte den Thiel im Laden. Genau. Jetzt haben wir es ausgepackt. Das heisst, Stromkabel natürlich. Parat machen. Schließen wir hier an. Hier auf der Seite, hinten dran, ist der Anschluss für den Strom. Einstecken. Nachher haben wir noch USB-Kabel. Wichtig, der Teil. Der länglich kommt die PC. Und das Kabel kommt hierher. Das passt nur auf ein Jahr. So. Der Cameo kann auch via Bluetooth betrieben werden. Also müsst ihr nicht unbedingt mit dem Kabel anschliessen, wenn euch ein PC, Laptop über Bluetooth verfügt. Das ist eine Neuerung im Cameo 3. Das konnte ich alte Geräte nicht können. Und dann können wir ihn starten. Dann fährt das über, wo es nachher gehört. Dann haben wir hier noch das Messer. Das Messer hat hier hinten zwei Kerben. Das schaut gegen hinten. Hier hat es zwei Kerben, die gehört nach hinten. Hier kann man auf und zu machen. Aufmachen, Kerben gegen hinten. Dann drücke ich immer mit dem Finger nicht aufdrücken, einfach gegendrücken, damit ich mit dem abdrücken kann. Nicht, dass ich das Ganze bewege. Schliessen, dann erscheint hier ein türkiser Punkt. Dann ist das Messer einsatzbereit. Hier unten hat es eine Schublade. Hier können wir aus ein Rakel hineinlegen. Und hier können wir die einzelnen Sachen hineinlegen. Hat alles seinen Platz. Ist verstaut. Hier hat es noch Führungsschienen. Wenn ich ohne Matte wegplotte, dann kann ich das wieder versorgen. Hier das Display, wenn wir es einschalten, können wir die verschiedenen Sprachen. Deutsche. Nein, so geil. Wir nehmen Deutsche. Ist nicht ganz korrekt, das Deutsche. Aber wir nehmen Deutsche. Drücken den Pfeil auf Weiter. Dann haben wir das Hilfssymbol. Da kann man einstellen, ob man aktive Hilfssymbol will. Ich brauche es nicht. Ich drücke Nein. Dann kann man die Anleitung anschauen. Ich brauche es nicht. Ich drücke Nein. Und dann ist das Setup abgeschlossen. Und dann steht, Sie können Ihre Silhouette Cameo jetzt in Betrieb nehmen. Zack. Nachher nehme ich eine alte Schneidmatte. Das hier ist die Linie der Schneidmatte und die sitzt hier bündig beim Cameo. Ich hebe so mit zwei Fingern so etwas, damit es hier und hier gleich satt sitzt. Ich klicke auf Laden und kann meine Schneidmatte laden. Und wenn ich es hier vorne drauf wäre, könnte man loslegen. Beim Plotten spielt es keine Rolle, ob ihr es offen oder zu habt. Das Gerät ist so schön, das Team, dass ich das jetzt immer zu habe. Nein, sage ich. Ich habe es immer offen, damit ich sehe, was er macht. Genau.
Hinten dran hat es hier eine Führungslinie. Da. Dann könnte ich hier mit dem Messer, das es dazugibt, durch die Folie abschneiden. Wichtig ist, ihr habt hier oben ein Zahnrad, da könnt ihr drauf drücken, dann kommt ihr wieder in die Einstellungen rein. Wenn ihr dort die Pfeile aufdrückt, dann kommt ihr auf Firmware. Das ist jetzt 1.5, das heisst, ich muss ein Update machen. Holy shit! Weil aktuell ist 1.6. Wichtig ist, dass das die Firmware immer aktuell ist. Und sonst kann der PC nicht mit dem Gerät, also das Silhouette Design Studio, kann nicht richtig mit dem Gerät kommunizieren. Und ihr habt Fehler in den Einstellungen von der Schnitttiefe, ihr habt Fehler in den Einstellungen, dass ihr euch einfach quer durch die Matte durchfräset. Das ist gerade gut, können wir hier noch ein Update machen. Hier habt ihr einen Hebel, wenn ihr den gegen euch tut, dann lupft es nach hier die Liste. Dann könnt ihr die Rollen einstellen und verschieben. Wichtig ist, hier müsst ihr mit zwei Händen arbeiten. Okay, bei dem nicht. Das geht so einfach. Das geht bei meinem Alter also nicht so einfach. Und dann, wenn ich das, dann kann ich das auch verschieben. Dann kann ich, wenn ich jetzt sagen wir 30 cm breit möchte plotten ohne Schnittmatte, dann muss ich die Rolle hier ansetzen, damit sie schön mitläuft. Und wenn ich normal mit der Schnittmatte arbeite, dann tue ich es eins hinterher versetzen. Indem ich hier wieder drehe, tue ich es fixieren, dass es sich nicht mehr bewegt. Wichtig ist, an den zu denken, wieder rauf, der muss gegen rauf schauen, damit die Schnittmatte wieder schön hineingezogen wird. Wenn ihr Kinder zuhause habt, die finden es mega lustig, das zu bewegen. Wenn ihr also völlig krumme Ergebnisse habt, könnt ihr zuerst anschauen, ob der Hebel gegen rauf schaut. Das sind so typische Fehler, die passieren mit Kindern im Haushalt. Wichtig ist, das Automatikblade immer nur beim roten Werkzeug drin haben, sonst tut sich das nicht selber justieren. Ja. So viel zu meinem coolen neuen Unboxed Gomeo-Gerät. Über einen Daumen freuen. Liked uns, folgt uns, kommentiert, macht wie wild. Gebt mir etwas zu tun. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Video, mit dem Teil 2. Was genau verrate ich noch nicht, aber es bleibt spannend. Vielen herzlichen Dank fürs Interesse und das Zuschauen. Ah, übrigens, Blue Bee ist ein Team von 2, also 3, also bald 4, aber momentan 3. Gestartet mit 2. Der immer postet auf Instagram, auf Facebook und so, ist zu 90% der Herr Blue Bee, der kamerascheuch ist. Weil ich kann nicht überall sein. He? Also alle Stoff und der Internetshop und die meinen es nicht, die beantworte ich selber. Aber alles, was mit IT oder so zu tun hat, ist im Fall der Herr Brubi verantwortlich. Instagram bin ich so gut wie nicht. Ich habe privat einen Account, aber Brubi wird eigentlich nur von meinem lieben Mann betreut. Also nicht verschrecken. Genau.
Und sonst freue ich mich auf nächste Woche, nächste Video. Ganz sicher tun wir das Firmware-Update zusammen schnell anschauen. Und einen Foliencode, damit ihr wisst, welche Folie ihr bei uns einkaufen könnt, für was sie gut ist, etc. Pipapo. Wir sehen uns. In diesem Sinne, Prost und auf Wiedersehen. Bist schon am Stuhl gefallen? Eingeschlafen von lauter Langeweile? Nein? Okay, dann hätte ich nämlich noch eine Frage an dich. Und zwar würde ich gerne wissen, wo wohnst denn du? In welchem Kanton, in welchem Land? Versteht man mich, versteht man mich nicht? Und wie lange hast du schon den Cameo? Hast du ihn auch nicht ausgepackt, so wie ich? Wirst du ihn noch auspacken? Vielleicht wirst du ihn auspacken? Vielleicht nach diesem Video auch nicht mehr? Schreib mir es, ich würde mich mega freuen. Tschüss! Kommentieren! da bin ich wieder. Zack, da bin ich wieder! Und tschüss! Wie lange hat er den Kommentar? Aber die zweite. Der Herr Blubi, möchte gerne wissen, wo du wohnst. Hey, woher kommt ihr? Postet sie uns doch in den Kommentaren und jetzt ist jemand durchgegangen und darf mich so dämlich anschauen. Yeah! Ich bin nicht behindert. So. Darf ich eigentlich fragen, woher ihr kommt? Ohne Scheiß, das würde mich jetzt wundern. Woher kommst du? Verstehst du mich? Uns würde wundern, wo ihr wohnt. Also mit Adresse und so, damit wir euch besuchen. Dann könnt ihr mir etwas einzahlen, mit Rennen. Genau, also nicht vergessen. So, du hast gemeint, ich bin schon fertig, bin ich aber nicht. Weil ich will wissen, wo du wohnst, wie lange du den Kamera schon hast und ob du den Scheiß bis hierher geschaut hast. Weil wir geben uns Huren Mühe für diese Huren Videos. Nämlich Jesse!